Die Philippinen, für die meisten ein traumhaftes Urlaubsziel. Für Manfred Görg, internationaler Kokosexperte und europäischer Marktführer im Bereich der Premium-Kokosprodukte, ist es vor allem eins, seine Arbeitsgrundlage. Hier im Land der Kokospalmen werden seine erntefrischen Premium-Kokosprodukte nachhaltig angebaut und in aufwendiger Handarbeit erntefrisch produziert. Dass für seine Premium-Kokosnussprodukte kein einziger Quadratmeter Regenwald gerodet wurde und auch in Zukunft nicht gerodet wird, ist für den Dr. Görg, Geschäftsführer, von großer Bedeutung. Neben dem ökologischen Anbau achtet er besonders auf eine faire Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen für die philippinischen Angestellten. Der traditionelle Begrüßungstanz der Frauen ist daher vor allem Ausdruck ihres Respekts und ihrer Dankbarkeit für eine gute Zusammenarbeit. Auf diese Weise werden nur selten Geschäftspartner empfangen. Allerdings nehmen sich auch nur wenige so viel Zeit, vor Ort hinter die Kulissen zu schauen wie Manfred Görg. Der persönliche Kontakt zu den philippinischen Bauern liegt dem Westerwälder Unternehmer sehr am Herzen. So ist der freundliche und von Respekt geprägte Umgang mit den Angestellten für ihn eine Selbstverständlichkeit. Genauso wie das Achten und Akzeptieren von kulturellen Gepflogenheiten. Wert legt Manfred Görg auch auf die Auswahl der Anbaugebiete. Seine Bio-Kokosprodukte stammen ausschließlich von Palmen in Mischkultur und werden stets von Kleinbauern mit Familienbetrieben bewirtschaftet. Daher finden sich auf dem Areal neben Kokospalmen auch noch Bananen, Mango, Papaya und Moringa-Bäume. Dieser nachhaltige Anbau schont den Boden und erschwert die Verbreitung von Schädlingen. So kommen die Plantagen ohne den Einsatz chemischer Schädlingsbekämpfung aus. Die zertifizierten Bio-Kokospalmen werden zur Gewinnung des Dr. Görg Kokosblütenzuckers und Sirups genutzt. Pro Palme und Tag kann so etwa ein Liter dieses wertvollen Saftes gewonnen werden. Hoch oben zwischen den Palmwedeln verrichten die Sap-Gatherer, also die Männer, die den Nektar der Kokospalmen abzapfen, ihre Arbeit. Also ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie so eine Kokosblüte aussieht. Die haben wir jetzt schon zusammengebunden, die kommt hier aus dem Stamm heraus. Durch das Anschneiden der abgebundenen Blütenstände kann der Kokosnektar Tropfen für Tropfen austreten, um dann in einem Behälter aufgefangen zu werden. Und das ist, was wir zweimal am Tag ernten. Und dann eben entweder zu Sirup oder zu Kokosblütenzucker dann eben weiterverarbeiten. Okay. Very good. Wichtig ist, dass die Schnittstelle muss jeden Tag immer neu frisch angeschnitten werden, damit da keine Verunreinigungen sind und damit natürlich die Blüte weiter austropft. Bereits kurz nach der Ernte wird der Nektar in die nahegelegene Produktionsstätte überführt. So wird eine Fermentation des Saftes verhindert. Unter stetem Rühren und gleichmäßiger Hitzezufuhr wird der Kokosnektar zu Sirup verarbeitet. Mittels Refraktometer wird der Zuckergehalt der Masse bestimmt. Sobald der ideale Wert erreicht ist, wird die Hitzezufuhr gestoppt und der Sirup hat seinen endgültigen Zustand erreicht. Der Nektar für die Zuckerproduktion wird länger und bei höheren Temperaturen geköchelt. Also jetzt sieht man sehr schön, dass der Kokoszucker jetzt sehr schön karamellisiert ist. Er zieht jetzt sehr schöne Fäden und er kühlt durch das Umrühren natürlich jetzt langsam ab. Und jetzt sieht man, die Masse wird jetzt immer dicker. Und gleich sieht man die Kristallisierung, dass er sich zu Zucker kristallisiert. Die Qualität des Produkts steht dabei immer im Vordergrund. Das Besondere an dem Dr. Görg Kokosblütenzucker ist, dass wir den täglich frisch machen. Und er ist nicht gestreckt mit Rohrzuckermelasse. Also wir machen ihn 100% frisch und das täglich. In aufwendiger Handarbeit streichen die Frauen die Masse immer wieder abwechselnd glatt und verrühren sie neu, bis eine vollständige Kristallisierung eingetreten ist. Im letzten Arbeitsschritt wird der Zucker gesiebt, um eine feinkörnige Konsistenz zu erhalten.
Nun kann der zusatzfreie und nährstoffhaltige Premium-Bio-Kokosblütenzucker mit einem glykämischen Index von nur 35 den Weg zu Ihnen nach Hause antreten.